Moin moin und herzlich willkommen bei Waste Your Time TV. Heute mit dem Spiel Dark Souls. Bei Dark Souls handelt es sich um ein extrem schweres Rollenspiel und um eines meiner absoluten Lieblingstitel. Es macht wahnsinnig viel Spaß und wie ihr wahrscheinlich schon aus meiner Euphorie heraushören könnt, ich habe schon öfters durchgespielt. Aber ich habe mir gedacht, ich muss unbedingt mal ein Let's Play davon machen, weil das Spiel ist einfach der Wahnsinn und es ist jede Minute wert. Ich lege auch einfach mal direkt los. Hier ist die Charaktererstellung. Nehmen wir den guten dann mal. Waste your time, nehmen wir ihn einfach mal. Jo. Geschlecht, komm, wir machen mal eine Frau. Klasse. Ah ja, hier sind die verschiedenen Klassen aus Dark Souls. Ich wollte mal einen Vagabunden spielen. Das ist sowas wie ein Schurke in der Art. Ja, quasi Nahkämpfer, der auf Beweglichkeit geht. Man kann natürlich mit dem auch Bogen spielen, aber normalerweise spielen wir mit dem Nahkampf. Und ja, komm, wir legen auch mal direkt los. Gabe. Im Spiel gibt es verschiedene Gaben. Beispielsweise hier göttlicher Segen, das ist ein Heileffekt. Oder Feuerbomben, hat man immer Feuerbomben. Menschlicher Rest, man findet immer ein bisschen Humanity bei den Gegnern. Etc. pp. Ja, wir nehmen aber einfach den Generalschlüssel, weil damit kommen wir so gut wie in jede Tür von Anfang an. Das ist natürlich viel wert. Komm, gespenstisch. Gesicht, das passen wir einfach mal. Das passen wir einfach mal so an. Boah, die sieht schön blass aus, die nehmen wir doch. Wir wollen keine super schöne Frau. Ich will mal einfach nur ein bisschen rumspielen hier mit den Werten. Anders, keine Ahnung, was das heißt. Oha. Okay, nee, so verbraucht sie. Oh. So verbraucht soll sie nicht aussehen. Machen Sie mal schön jung. Oh, sieht das männlich aus. Das wollen wir auch nicht. Proportion weiblich, oh, Frisur. Komm, nehmen wir diese Zöpfe hier. Haare, Iris. Oh, da gucke ich nachher mal. Das kann man auch noch selber genau anpassen mit den drei Hauptfarben. Gesamt. Nee, komm, wir wollen so ein richtig schön langes Gesicht. Oh, das sieht richtig gut aus, oder nicht? Das sieht richtig gut aus. So nehmen wir sie doch. Die Stirn ist mir gerade relativ egal, muss ich sagen. Guck mal, noch die Haarfarbe, die mache ich mal grün. Richtig schönes Grün. Ja. Das sieht doch besonders beschissen aus, so nehmen wir sie. Ja, und dann soll es auch direkt losgehen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Intro und bis gleich. In the age of ancients, the world was unformed, shrouded by fog. A land of grey crags, arch trees, and everlasting dragons. But then there was fire, and with fire came disparity, heat and cold, life and death, and of course, light and dark. Then from the dark they came and found the souls of lords within the flame. Nito, the first of the dead. The Witch of Izalith and her daughters of Chaos.
Gwyn, the Lord of Sunlight, and his faithful knights. And the furtive pygmy, so easily forgotten. With the strength of lords, they challenge the dragons. Gwyn's mighty gods build upon western skills. Witches weaved great firestorms. Neato unleashed a miasma of death and disease. And Seath the scales betrayed his own, and the dragons were no more. Soon the flames will fade, and only dark will remain. Even now, there are only embers. And man sees not light, but only endless nights. And amongst the living are seen carriers of the accursed dark side. Ich muss wirklich sagen, ich liebe dieses Intro. Aber ich halte noch mal kurz meine Klappe, weil sie labert jetzt noch weiter. Yes, indeed. The dark sign brands the undead. And in this land, the undead are corralled and led to the north. Where they are locked away to await the end of the world. This is your fate. Na klasse, ein super Schicksal. So, da ist unser schöner Charakter auch schon. So, dann wollen wir weitermachen. Das war das Intro. Schwupp. Dann wollen wir hier mal raus oder aufbrechen aus dem Gefängnis hier. Ja, guck mal hier, das sind so eine Nachrichten, quasi die Tutorials. Witzig an der Sache ist, dass man quasi nachher selber auch solche Nachrichten schreiben kann, weil, wie ich schon sagte, das Spiel ist ziemlich schwer und hat seine Tücken. Und die Nachrichten, die ich dann auf dem Boden schreibe, sind für andere Spieler, die auch im Internet spielen, dann quasi lesbar. Und sie können das dann auch bewerten. Und ja, das ist ziemlich wichtig, weil wenn man das Spiel das erste Mal blind durchspielt, ist man auf diese Tipps einfach angewiesen, weil man manchmal gar nicht weiß, wo es weitergeht oder wo irgendwelche Secrets sind und was nicht alles. Also es ist eine super Sache auf jeden Fall. Und es klappt auch erstaunlich gut. Also es gibt auch viele Tipps, die halt überhaupt nicht zu gebrauchen sind, aber die werden dann halt schlecht bewertet und dann verschwinden die halt auch wieder. Ja, das ist ein Leuchtfeuer, das ist quasi immer wie so ein Checkpunkt,
Wenn man stirbt, startet man bei dem letzten Leuchtfeuer, an dem man ja seine Hand quasi einmal aufgewärmt hat. Und muss dann seine Seelen wieder suchen. Unten rechts ist dieser Seelenspeicher. Und wenn man stirbt, verliert man seine Seelen. Man hat genau noch eine Chance, diese Seelen wiederzufinden. Mit den Seelen kann man letztendlich Sachen kaufen oder sein Level up machen. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Guckt euch mal den Kerl da oben an. Ja, gegen den müssen wir gleich noch kämpfen. Zum Glück jetzt noch nicht. Das sagt der Tipp hier. Weg hier. Das bekomme ich hin. Auch das ist schon so eine Sache. Ich meine, das ist das Tutorial. Und du hast wirklich überhaupt gar keine Chance gegen den mit dieser Waffe. Und wenn man diesen Tipp nicht liest, ist man halt sofort tot. Ne? Das kriegt man nicht mal vielleicht hin. Das ist sehr... sehr, 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 sehr hart. Aber auch den zu besiegen, was ich gleich machen muss, ist so eine Sache. Also das... wenn man, wie gesagt, noch nicht an die Steuerung gewöhnt ist, weil diese Steuerung sehr, ich sag mal, einzigartig ist fast. Weil man hat alleine hier, wie ihr sehen könnt, halte ich die Waffe jetzt gerade zweihändig, dadurch macht sie mehr Schaden. Dann gibt es einmal den starken Schlag, das ist der hier. Und den schwachen Schlag, das ist der hier. Ja, dann kann man damit parieren. Gut. Und dann kann man auch noch ein Schild tragen. Da gibt es dann auch wieder einen starken und schwachen Schlag. Aber die macht natürlich deutlich weniger Schaden. So. Man kann jede Waffe zweihändig und einhändig tragen, was das Spiel auch sehr gut macht, finde ich. Was auch logisch ist eigentlich. Und ja, das macht die Sache ein bisschen, ich sag mal, man hat mehr Variationen, was man spielen kann. Man kann ja immer ausweichen, dann muss man kein Schild spielen, was natürlich extrem schwer ist, aber man könnte es theoretisch machen, wenn man sehr gut ist. Das machen manche Speedrunner auch. Aber erstmal schnacke ich mit Ihnen hier. Oh, you. You're no Hollow. Thank goodness. I'm done for, I'm afraid. I'll die soon, then lose my sanity. I wish to ask something of you. You and I, we're both undead. Hear me out, will you? Regrettably, I have failed in my mission. But perhaps you can keep the torch lit. There is an old saying in my family. Thou who art undead art chosen. And thine exodus from the undead asylum maketh pilgrimage to the land of ancient lords. When thou ringeth the bell of awakening, the fate of the undead thou shalt know. Well, now you know. And I can die with hope in my heart. Oh, one more thing. Here, take this. An Estus flask. An undead favorite. Oh, and this. Now I must bid farewell. I would hate to harm you after death. So go now, and thank you. Gut. Damit hätten wir jetzt eine leise Ahnung, was wir überhaupt machen müssen und warum wir hier überhaupt sind. Das macht Dark Souls nämlich auch sehr, sehr einzigartig, sage ich mal. Natürlich mit Demon's Souls zusammen. Man hat keine Ahnung, was eigentlich abgeht. Die Story geht sehr schleppend voran. Du weißt nicht wirklich, was du überhaupt tun musst. Und ja, die Story, um die zu verstehen, da muss man teilweise die Itembeschreibungen lesen. Also jedes Item hat immer so eine Beschreibung. Und manche Items haben auch richtige Geschichten. Und ja, um die zusammenhängende, ich sag mal, Dark Souls Story verstehen zu können, muss man alleine diese Itembeschreibung lesen. Also, ich sag mal so, das Spiel lässt Platz für ziemlich viele Nerds. Ich liebe dieses Spiel einfach von der Spielmechanik und vom Spiel selber her, weil es einfach unmenschlich viel Spaß bringt. Naja. Jetzt sind wir bei ihm hier, bei dem Decken. Den werden wir mal direkt geben. Ich werde kein Schild tragen. Brauche ich nicht. Immer schön in den Hintern rein. Au. Ich hoffe, dass ich kein Schild brauche. Au.
Au? Hallo. Ah! So, ich brauch kurz einen Trank. Das geht ja so nicht, dass ich gegen den hier... So, sag mal. Jetzt aber. So, da haben wir ihn. Aber wie ihr schon sehen konntet, also ich habe das Spiel, wie gesagt, schon öfter durchgespielt. Bin natürlich auch ein bisschen außer Übung. Aber für jemanden, der das Spiel ganz neu spielt und die Steuerung komplett fremd ist, der wird bei diesem Boss schon ein paar Mal sterben. Das kann ich versprechen. Also, der ist nicht einfach. Aber immerhin haben wir jetzt das Tutorial abgeschlossen und das Spiel kann richtig starten. So. Ab in die richtigen, in die richtige Welt. Only in the ancient legends it is stated that one day an undead shall be chosen. To leave the undead asylum in pilgrimage to the land of the ancient lords. Lordran. Ja, wir sind also der Auserwählte, der aus dem Asyl ausgebrochen ist und unsere Bestimmung, unser Schicksal ist, in diesem alten Reich Glocken zu läuten und dann werden wir sehen, was passiert quasi. Das ist quasi die gesamte Aufgabe, die wir im Moment haben. Mal schauen, ob das alles so klappt, wie wir das wollen. Ja, erstmal werde ich jetzt aber kurz hier skillen. Und dann ein Päuschen einlegen. Aufsteigen. So. Was machen wir denn hier? In Stärke 2, in Vita 1, in Kondition kein. Okay. Dann machen wir so einfach. Ja. Und damit gibt es jetzt erstmal einen Cut. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Dark Souls. Und bis dahin viel Spaß. Macht's gut.